Moin, willkommen bei LZ Parts im Online-Shop der Lüdemann und Zankel AG. Ich wollte mich mal ganz herzlich bei euch bedanken. Und zwar habe ich gestern erst irgendwie vor gefühlt 18 Stunden ein Video hochgeladen, schon über 3000 Zugriffe. Wahnsinn. Also für mich ist das sehr, sehr viel. Und da kann man auch mal Danke sagen. Und ich gebe euch mal ein Like. Das Like-Verhältnis also zu Dislike passt auch richtig gut. Normalerweise haben wir einen Schnitt von 1 zu 10. Also 10 positive, ein negativer. Das geht diesmal auch nicht auf. Also krass. Soll keine Aufforderung sein für diejenigen, die einen Daumen nach unten machen wollen. Aber was anderes. Ich hatte ja gestern in dem Video gesagt, und da kamen dann auch gleich Fragen auf, Euro 6 Full. Das ist so nicht ganz richtig. Ja, jetzt muss ich keine falsche Eitelkeit, ich muss mal Brille aufsetzen. Richtig hätte es heißen müssen, und das muss ich ablesen, weil ich bin es nicht gewohnt. Euro 6D IC. Naja, die müssen halt weiterarbeiten hier in der Werkstatt, ne? Ich bin ja in der Werkstatt, ihr seht das ja, über mir ist ja das Auto. Also Euro 6D ISC-FCM. Also so ist die korrekte Bezeichnung. Euro 6. Warum sage ich Euro 6 Full? Weil in der Euro 6 Full, ja, mehr geht nicht. Das ist alles drin. Das ist Euro 6. Das schließt Euro 6 B, Euro 6 C, Euro 6 D, Euro 6 D Temp. Wobei, falsche Reihenfolge. Euro 6 D Temp. Dann kommt Euro 6 D Temp EVAP. Dann kommt Euro 6 D Temp minus ISC. Dann kommt Euro 6 D. Dann kommt Euro 6 D ISC. Und dann kommt Euro 6 D ISC minus FCM. So, und Euro 6D, ISC, FCM, Pflicht für Genehmigung neuer Typen. Das heißt, ab 01.01.20 Pflicht für Erstzulassung neuer Pkw, 01.01.21. So, und der Dacia Duster, den ich euch gestern gezeigt habe, der hat eine Erstzulassung vom 29.03.2021 und in den Emissionsschlüsselnummern ist das die 36 AP. So, da seht ihr das, 36 AP. Mehr geht nicht. Also mehr geht wirklich nicht. So, und das wollte ich hiermit ganz einfach nochmal klarstellen. Ihr seid hier auf meinem, wir könnten sagen, erhobenen Tisch oder Bollerwagen. Weil dann mache ich die Kamera jetzt mal ein bisschen mehr so. Unterboden. Wo wir gerade beim Unterboden sind, Kunststoff, ja, wobei dort gehört für mich kein Kunststoff hin. Es gibt aber, Moment mal, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mir die Finger nicht dreckig mache. Das gleiche aus Metall, ja, das kommt dann hier so hin. Ist komplett 1:1 das gleiche, nur eben halt aus Metall. Wenn ihr wollt, dass das in den Shop kommt, dann müsst ihr mir Bescheid sagen, dann packe ich das in den Shop. Ich finde die preislich sogar noch ganz attraktiv, wobei man muss eben halt gucken, Angebot und Nachfrage regeln meistens immer den Preis. Also die gibt es auch in Metall, dann tauscht ihr das praktisch nur aus, Kunststoff gegen das Metallteil, und die schützt deutlich besser. Ist klar, Metall ist besser als Kunststoff. Die Serienmetallplatte, die ist auch besser als die Alu-Unterfahrschutzplatte. Sagen wir es mal so, dazu hatte ich schon mal ein Video gemacht. Ich verlinke das oben. Müsst ihr oben nur mal lesen und den Link dann anklicken, dann wisst ihr auch Bescheid. Okay, fahren wir das Ganze hier mal ab. Ach, und da haben wir es dann auch schon. Wobei, ich mache das mal anders. Ich nehme euch mal in die Hand. So, hier war früher ja eigentlich nur der Cut. So, deswegen hatten wir hier, dort,
auch immer diesen Hubbel. Der hat praktisch geschützt, wenn der Cut also dort saß, hat der den Cut geschützt. Der Cut ist aber nach oben gewandert, in den Motorraum rein, hinter den Motor, an die Stirnwand, läuft von dort runter in das Teil hier, wobei ich gar nicht weiß, was es ist. Da haben viele andere eine Rückstauklappe und ihr seht das, hier kommt eine, noch eine, oh, da ist sie wieder. Also wenn ich jetzt schon eine Schutzplatte fertig hätte für diese Rückstauplatte, dann wäre das schon Klappe, dann wäre das schon wieder hinfällig. Ist ein bisschen doof, aber es ist so, wie es ist. Ich werde sie wohl nicht mehr bauen, weil die nächsten, die zugelassen werden, sehen alle unten so aus. Und da würde dann diese Schutzplatte nicht mehr passen. Wobei die große Schutzplatte, die wir haben, jetzt lenken wir euch mal auf den Boden, gehen mal an unserem Reinigungsgerät vorbei. So, was liegt da wieder? Das ist die Schutzplatte. Ah, da liegt auch der Pizzastein von unserem Grill. Naja. Dann haben wir des Weiteren noch hier Seitenschweller. Und für den Seitenschweller, warte mal. Immer alles nicht so einfach, ne? Machen wir es mal so. So, ja, funktioniert. So, da könnte man ja Begrüßungslicht runter machen wieder. Wir hatten das Thema schon mal, Begrüßungslicht. Hier haben wir das. So. Und so kommt das dann drunter. Haben wir hier LEDs. Ich zeige euch das mal auf. So, ich habe das hier liegen. Das hier ist das Begrüßungslicht Clio 5. Damit gab es Probleme. Was sage ich jetzt nicht? Das hier ist das Begrüßungslicht vom Arcana. Damit gibt es keine Probleme. Hoffe ich zumindest. Aber hier haben wir so richtig schön fett Silikon. Hier auch. Allerdings ist hier der Übergang besser mit den Kabeln. Wichtig ist, das Ganze hat eine E-Prüfnummer und ist zulässig als Unterbodenlicht bzw. Begrüßungslicht. Ja, machen wir dann mal. Ne? Soll ich euch noch ein paar andere Sachen zeigen? Guck mal hier. Da habe ich schon Teile gesammelt. Abmontiert und gemacht und getan. Ja, denkst du, Felgen, will jeder wissen, was sie für eine Farbe haben, mache ich nicht jetzt. Hier ist für den nächsten Audio- und HiFi-Test alles vorbereitet. Dann habe ich hier noch ganz viele Sachen. Ja, Werkzeuge, ordentliches Werkzeug, damit man das alles vernünftig konfigurieren, machen und tun kann. Ja. Ja, bin ja auch schon wieder durch, ne? Also, Euro 6. Ich nenne es Euro 6. Full, ein richtiger Begriff dafür ist eben halt Euro 6 D ISC FCM 36 AP. Kann man das so? Gut, und das findet ihr eigentlich auch im Internet, wenn man danach sucht. In diesem Sinne hoffe ich, wie immer, dass ich weiterhelfen konnte, dass man es mal gesehen hat. Wie sieht er eigentlich von unten aus? Ach ja, nee, doch noch nicht ganz. Also es gab mal einen Tankschutz hier, den gibt es nicht mehr. Ja, weil der eckte hier ein bisschen an den Kunststoff an, weil hier ist ja mittlerweile alles gekapselt, wie man das sieht. Also mit Kunststoff verkleidet. Das ist ja genauso wie die Radspoiler hier vorne oder Luftleitbleche kann man sie ja auch nennen. Das ist alles, um Kraftstoff zu sparen. Na, ich bin mal gespannt,
jetzt verbrauchstechnisch ist. Hinten die Hinterachse ist auch alles verkleidet. Hier ist ja ein 4x2, kein 4x4. Beim 4x4 ist es aber hier nicht anders. Und dadurch, dass diese Verkleidungselemente jetzt da sind, gibt es keine Seitenschwellerrohre mehr und es gibt keinen Tankschutz mehr. Differentialschutz, ja, wofür? Hier natürlich nicht. Wofür der hier da sein soll, weiß ich auch nicht, aber er ist da. Die Auspuffblende werde ich abnehmen, werde ich durch eine schönere ersetzen, weil wir haben hier einen Ausschnitt von, da passen 100 mm rein. Und hier sitzt es auch nicht so schön, dass, naja, ihr werdet das hier irgendwann mal sehen, dann wird das besser aussehen. So, jetzt aber. Also hat man es mal gesehen, wie ist dieses Teil eigentlich, was hier sitzt und was macht es eigentlich? Es macht sauber, es macht richtig sauber. Irgendwann verbrennen wir und hinten kommt nichts mehr raus. Nee, ist halt so. Brauchen wir nicht schön reden. Alles, was man verbrennt, ist weg. Kriegen wir nicht wieder. Und bei der E-Mobilität ist es eben halt so. Was wir verbrauchen, können wir auch wieder reintun. Das sind die Unterschiede, ne? Okay, in diesem Sinne hoffe ich wie immer, dass ich weiterhelfen konnte und sage auch wie immer. Bis denn dann.